Willkommen zurück bei Pokémon X. Wir kämpfen immer noch gegen das organisierte Verbrechen und haben einen neuen Auftrag. Ah, da bist du ja, Domi. Mathia verschwindet in letzter Zeit des Öfteren heimlich irgendwo hin. Ich wollte sie heute eigentlich bitten, hier nach dem Rechten zu sehen, während ich unterwegs bin, aber ich kann sie nirgends finden. Gestern scheint sie gar nicht nach Hause gekommen zu sein. Ihre Freunde, die Illumina Gangster, scheinen sich zusammenzureißen und um einen guten Lebenswandel bemüht zu sein. Also brauche ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen, um sie zu machen, aber... Oh, Moment, mein iPhone. Was? Ach, ausgerechnet jetzt? Kapitel 4, ein unverzeihliches Verbrechen. What? Sag bloß, Mathia, wirk böse. Du erhältst eine Nachricht auf dem Hololog. Oh. Wer bist denn du? Dies ist eine Hololog-Eilmeldung. Vergangene Nacht hat sich ein unbekannter Täter Zugang zum Illumina Kunstmuseum verschafft und dort ein ausgestelltes Gemälde schwer beschädigt. Die Museumsleitung ist schockiert und beteuert, dass die Überwachungstechnologie in den besagten Ausstellungsräumen den höchsten Sicherheitsstandards entspreche und somit ein unbemerktes Eindringen in die Räumlichkeiten so gut wie unmöglich sei. Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Ja, dann ist das Sicherheitssystem doch für den Arsch, oder? Hast du das gesehen, Domi? Wo immer es Ärger gibt, ist auch Lebel nicht fern. Ich muss im Illumina Kunstmuseum ermitteln. Ich würde mich ja gern auf direktem Wege dorthin begeben, aber ich habe gleich einen Termin, den ich auf keinen Fall verpassen darf. Du weißt schon, Finanzamt und so, ne? Deswegen kann ich hier leider nicht weg. Ich bitte dich nur ungern darum, aber kannst du für mich bitte diese Chose untersuchen? Ich verlasse mich auf dich, ja? Das Illumina Kunstmuseum befindet sich auf dem Nordring. Geh dorthin und finde heraus, was passiert ist. Okay, dann ziehen wir uns das mal rein. Was ist los hier? Fliegen wir doch direkt mal hin. Ich hole mir auch mal neue Pokémon, weil wir wollen ja auch noch im Drei-Sterne-Restaurant kämpfen, ne? Da kommt man ja auch nur hin, wenn man Champ ist. Also dort gibt es mit Sicherheit harte, interessante Kämpfe. Und da will ich jetzt nicht mit meinen Losern hin, sondern schon mit meinem Team. Aber erstmal machen wir ein bisschen weiter in der Story. Ich glaube, das wird so ganz schön spannend hier, bei dem Kunstmuseum. Aber warten wir es mal ab. Mewtwo muss gehen, Deden kommt wieder rein, auch Azumarill fliegt. Lapras kommt rein. Ja gut, Glurak sollte ich vielleicht noch behalten, ne? Ja. Dann tue ich aber Zephyron trotzdem wieder rein und dafür Durengard raus. So. Ja. Auf geht's. Das Kunstmuseum ist ja hier im Nordring. Ein weiter Weg ist es demnach nicht. Ich werde auch nebenbei immer noch Geld sammeln, also außerhalb der Parts, damit wir uns die ganzen TMs noch kaufen können. Weil das habe ich selbstverständlich auch nicht vergessen, dass ich da noch alles zeigen wollte. Da ist das Kunstmuseum ja schon. Wäre ich fast schon wieder in die falsche Richtung gelatscht. Hey du! Du musst ja ein richtiger Kunstliebhaber sein, wenn du zu so einer Zeit ins Museum kommst. Oder hast du etwa von dem Vorfall hier gehört und bist deswegen hier? Im zweiten Stock wurde ein Gemälde mit Graffiti beschmiert. Was für ein gemeiner Verbrecher tut so etwas einem historischen Kunstwerk wie diesem an? Und wie hat er das überhaupt angestellt bei den Sicherheitsvorkehrungen hier? Geh in den zweiten Stock und sieh es dir selbst an. Es ist nichts zu übersehen, einfach schrecklich. Der Museumsdirektor ist auch dort. Vielleicht kann er dir mehr darüber sagen. Ja, ist klar, so einem Kind... Sagt sie einfach so, ja, da oben ist... Hä? Jetzt muss ich da rechts, warum? Nein, Mann. Ja doch, ich will schon rein. Aber nichts kaufen. Die denken immer nur an Geld. So, zweiter Stock, okay. Also, sie sagt es einem Kind, dass er da hochgehen soll, zum Museumsdirektor und sich jetzt anschauen soll. Lol. Warum steht die überhaupt da? Sie soll gefälligst auf die Polizei warten. Oh, das sieht wirklich übel aus. Heiliger. Das Bild wurde mit Graffiti verschandelt. Ich bin der Direktor dieses Museums. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Was geht in dir vor, wenn du dieses mit Graffiti beschmierte Bild hier betrachtest? Findest du, dass es dadurch verunstaltet wurde? Ja, selbstverständlich. Ja, da hast du recht. Das ist wohl die gängige Ansicht. Dieses historisch bedeutsame Gemälde ist quasi ein Kulturerbe.
Es mit Graffiti zu beschmieren, ist nicht nur eine Missachtung der Geschichte dieses Gemäldes, sondern auch sehr respektlos gegenüber dem Künstler, der es geschaffen hat. Nun, wie dem auch sei, wenn wir jetzt in aller Eile versuchen würden, das Gemälde zu restaurieren, könnte es beschädigt werden und das würde alles nur schlimmer machen. Wir werden es wohl eine Weile so hängen lassen, wie es ist. Zumindest, bis wir wissen, was zu tun ist. Nun, es wird gewiss für einigen Wirbel sorgen und Besucher anlocken. Ich frage mich wirklich, wer das getan hat. Was für ein Mensch tut so etwas? Lol, jetzt will er damit auch noch Geld machen. Jan, was soll ich jetzt hier tun, bitte? Ganz im Ernst. Oder hätte ich vielleicht sagen sollen, nein? Nee. Hä? Ja, was ist denn jetzt meine Aufgabe hier? Hallo, ich dachte, ich muss irgendwie den Täter finden und sowas, aber... What the heck? Ich geh mal wieder runter, Moment. Vielleicht ist ja jetzt da unten die Empfangsdame bereit, mehr zu sagen oder irgendwas anderes passiert. Weil das ist jetzt sehr komisch. Da, da, da. Schöne Musik. Ja, ich will das verlassen. Oh, was soll denn das? Jetzt bin ich ja noch gezwungen, da rauszugehen. Geh in den zweiten Stock und sieh es dir selbst an. Ist nicht. Okay. Was soll das? Ah, jetzt. Eine neue Nachricht. Dies ist eine Holo-Log-Eilmeldung. In Illumina City ist es zu mehreren Pokéball-Diebstählen gekommen. Polizeiangaben zufolge fordert der Täter seine Opfer zu einem Pokémon-Kampf heraus und nimmt ihnen im Anschluss an diesen ihre Pokébälle weg. Alle gemeldeten Vorfälle laufen nach demselben Schema ab, weswegen davon ausgegangen wird, dass es sich immer um denselben Täter handelt. Die Täterbeschreibungen der Opfer unterscheiden sich jedoch stark voneinander, sodass der Dieb bisher nicht identifiziert werden konnte. Alle Vorfälle trugen sich in menschenleeren Gassen zu. Die Polizei mahnt daher zu erhöhter Vorsicht. Jetzt darf ich die Gassen wieder absuchen, oder was? Und noch ein Holo-Log. Tommy, ich bin's, Libell. Könntest du bitte unverzüglich zum Libell-Büro zurückkommen? Jetzt werden wir ja echt hin und her geschickt. Wahrscheinlich sagt er mir jetzt, welche Gassen ganz, ganz gefährlich sind. Ja gut, dann schauen wir mal. Aber ich möchte ehrlich gesagt jetzt erst einmal ein bisschen kämpfen. Nur weiß ich leider nicht, welches... Scheiße, welches ist es denn? Deluxe... Chesnorme Saftbar. Also das Solala ist es nicht. Chalette Stand. Das ist glaube ich auch nicht. Die Saftbar ist es auch nicht. Das muss es sein. Ja, das ist das Drei-Sterne-Hotel. Und da werden wir jetzt ein bisschen kämpfen. Richtig. Wo ist denn das? In der Winterallee. Na gut. Wen tun wir denn vor? Ja, doch. Bleiben wir mal bei Truffy. Aber die Kämpfe hier werden mit Sicherheit hart. Hi. Hier im Restaurant Deluxe gilt für uns stets das Motto für unsere Gäste und das Beste. Ja, ich will essen. Welches unserer Menüs löst in dir den Wunsch aus, dich heute kulinarisch in unsere Obhut zu begeben? Was, ich bin gezwungen zu Doppelkampf? Oder war das schon immer so? Ach, das war schon immer so, ne? What the fuck? Man zahlt 100.000 Euro. Oder Poké-Dollar. Ja, Schicksal, ne? Muss ich dann wohl machen. Ist übel. Und der Tisch sieht auch ziemlich lame aus eigentlich. Nur eine lächerliche Kerze. Kein Kronleuchter, kein gar nichts, kein Champagner steht da. Aber vielleicht kommt er noch. Gut, der erste Gegner, meine Freunde. Der wird richtig reinhauen. Und wir müssen ihn nach 2 Runden besiegt haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, dummerweise habe ich halt jetzt kein wirklich starkes Pokémon auf dem ersten Slot. Weil Deden ist ja, naja, ihr wisst ja, nicht gerade der Basher. Hätte ich das jetzt gewusst, dann hätte ich ihn wohl doch weggetan. Ja, müssen wir jetzt durch, hilft nichts. Oder ich setze direkt Voltwechsel ein. Wird das Schlauste sein, ja. Voltwechsel und Eisstrahl auf Shardrago. Tschüssi.
Bisschen Schaden hat's gemacht. Er geht zurück. Und natürlich kommt Juli rein. Denn die kommt mit Tentantel auf jeden Fall super zurecht. Und der Eisstrahl, ich weiß nicht, ob der reicht auf 63. Eher nicht. Nee. Leider. Aua, das tut weh. Geisteskranker. Glaub, du spinnst hier. Beide heilen sich. Aber das wird dem anderen nicht mehr viel bringen, wenn der Flammenwurf eintrudelt. Denn der hat eine Vierfachschwäche dagegen, wenn ich mich nicht ganz irre. Der ist ja Pflanze Stahl, oder? Egal, stirb einfach. Danke. Gibt's eigentlich für die Kämpfe auch EP? Ich glaube schon. Ja. Krass. Sehr erfreulich. Und down. Dann hätten wir schon mal die Vorspeise. Das waren Beeren, wenn ich das richtig gelesen habe. Yummy. Also, man zahlt jetzt zwar 100.000 Euro, aber man bekommt ja am Ende auch immer so ein paar Pilze geschenkt, ne? Und ich glaube, in der Summe könnten die sogar mehr Geld einbringen. Und wenn nicht, dann muss ich mir einfach noch einen besseren Namen in der Stadt verschaffen. Dann kommt man bestimmt auch billiger in dieses Restaurant rein. Wow, du hast 2 Runden gebraucht. Cool. Schon, gell? So, geheilt. Und jetzt kommt eine Suppe oder sowas. Mit Schrimps drin. Tatsächlich. 3000 Jahre alter Steinknochen. Ja, okay. Lecker. Wirklich, krass. Das stärkt meine Knochen, die noch in mir stecken. Hoffe ich mal. So. Oder meine Zähne. Ja, ich glaube, wenn Hunde so Knochen essen, dann stärkt es deren Zähne. Was haben wir denn da? Marmolida. Also es sieht schon besser aus, weil den können wir jetzt halt schön mit Donnerblitz ownen und den Pilz mit Eisstrahl. Im besten Fall gehen sie sofort beide down, aber ich denke nicht, weil Marmolida hat echt viele KP. Ja. Aber der Pilz, der könnte sterben. Ich hoffe es auch, weil der geht mir auf den Sack. Aber nee, so gar nicht. Der findet meinen Vorschlag vom Sterben ultra uncool. Oh, Gigasauger, Crap. Damit heilt er sich halt leider auch wieder. So ein Arsch. Aber der nächste... Na? Nein, der nächste... Eisstrahl hilft wieder nicht. Es reicht einfach nicht. Aber das Marmolida kriegen wir auf jeden Fall weg. Donnerblitz. Und nochmal Eisstrahl hilft ja nichts. Ich muss ja draufhauen. Du. Oder beten, dass es einen Volltreffer hat. Komm schon, Lapras. Leg dich ins Zeug. Ach, Lappen. Wow. Selbst wenn er Trophy angreift, heilt er sich viel. Oh nee, doch nicht. Es sah noch viel aus, aber so viele KP waren es dann doch nicht. Ja gut. Natürlich macht es schon einen Unterschied, ob man so eine Maus angreift oder einen Lapras. Ich meine, die sind etwa gleich gelevelt und Lapras hat 90, oder sagen wir es gleich, 89 KP mehr. Das ist schon eine Hausnummer. Ah, du Dreckspilz. Komm in meine Suppe rein. Lecker. Oh. Auch du bist down. Was? Wie viel Geld geben die immer pro Kampf? Stimmt, da kriegt man ja auch noch Geld gezahlt. Das ist gut, das ist sehr gut. Lässt mich abfeiern. Na, 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 na. Wieso kommt jetzt da so ein kleiner Lappen und der andere ist jetzt weggegangen? Nur weil ich die 2 Runden nicht eingehalten habe oder was? Oh. Warum habe ich ihn eigentlich gerade als Lappen beleidigt? Er setzt dann Melodik ein und dann wohin genau? Gefährlich. Klar, auf jeden Fall Donnerblitz auf Melodik, aber der stirbt auf keinen Fall. Und Lapras geht weg. Gray kommt rein. Was? Ach so, der hat Wegsperre. Ach du verdammter Dreckskerl. Ja, dann kann ich es leider nicht ändern. Dann muss ich ihn halt mit Eisstrahl angreifen.
Jo, die Hälfte der KP sind weg. Mit allzu viel mehr hatte ich eigentlich auch nicht gerechnet. Dass er aber paralysiert ist, das ist wirklich toll. Oh shit, natürlich hat er damit gerechnet, dass ich eine spezielle Attacke einsetze und setze Spiegelcape ein. Oh man, ich fürchte, Lapras wird sterben, wenn es wohl genau nicht so blöd ist, wie es aussieht. Erstmal ist Milotic weg, nochmal Donnerblitz und Eisstrahl. Ich brauche jetzt wirklich ein Gefühl, bitte. Gegner einfrieren. Warum lebt der noch? Es war doch mehr als die Hälfte abgezogen vorhin. Einfrieren, einfrieren, einfrieren. Nein, natürlich nicht. Oder setzt nochmal Spiegelcape ein. Lapras ist down. Ja, ihr seht's. Auch ein Wuin genau kann höchst gefährlich sein. Aber Freundchen Cray nimmt ihn jetzt mal mit auf eine Party. Und da wird es ihm nicht ganz so gefallen. Und so auf eine Durchbruchparty. Ja. Da hauen wir so richtig die Regeln durch, verstehste, Junge? Obwohl, warum bin ich eigentlich so ein Trottel? Ich hätte Knirscher einsetzen müssen. Ja, ich bin so dumm, das gibt's gar nicht. Was, er will Verhöhne erlernen auf 65? Bist du blöd? Nein. Shit, 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 shit. Ich brauche noch ein schnelles Pokémon, deswegen kommt Juli rein. Falls der Durchbruch nicht reicht, aber... Ach, ich bin so dumm. Selbst schuld, echt. Und auch damit hat der Typ gerechnet und kontert mich aus. Du Scheiße. Aber das habe ich verdient, weil das war so dumm. Ich gebe auch zu, warum. Keine Ahnung, was passiert ist, aber ich habe gerade eben kurz gedacht, wo genau wäre ein Normal-Pokémon, das totaler Quatsch ist. Das ist Psycho. Dämlich. Einfach dämlich. Und so jemand ist Champ. Hm, lustig. Gut, die einzige Entschuldigung ist vielleicht, dass ich ein bisschen gehandicapt bin heute. Ich habe nämlich mein Auge verätzt, meine Hornhaut weggeätzt und deswegen ist das nicht ganz so einfach, jetzt hier zu zocken und das alles vorzulesen und so. Es strengt sehr an. Ist aber nichts Schlimmes, also es sieht zwar brutal aus, ziemlich verblutet und so, aber es geht wieder weg. Es war ein dummes Missgeschick mit Kontaktlinsenflüssigkeit. Vergesst es einfach, es war einfach Epic Fail und ja. Muss ich jetzt halt mitleben, egal. Was machen wir da? Donnerblitz auf Bojelin und Lapras eigentlich auch wieder auswechseln, weil gegen den kann er jetzt erst recht nichts machen. Ja, ich hole Juli rein. Die kommt mit dem Lucario bestens zurecht. Turbo Tempo sagt. Und Pokémon Army sieht das genauso. Gott sei Dank ging die Wasserdüse gegen Truffy und nicht gegen Juli. Hier, das kriegst du jetzt und stirbst. Nun zu dir, Lucario. Der denn kann ja mit Knuddeln noch mithelfen, ne? Eigentlich. Ist ja sehr effektiv. Oder hebt es Stahl auf? Nee, eigentlich nicht. Oder doch? Ach, ich weiß es nicht. Nee, tut's nicht. Doch, tut's. Scheiße. Ja, egal. Ha, ich will mich halt auch nicht so wirklich mit Fee auseinandersetzen, damit der Typ einfach ankommt. Aber ich dachte, Stahl ist nur sehr effektiv gegen Fee, aber dass es andersrum nicht sehr effektiv ist, wenn man Kampf einsetzt. Ach doch, wenn man Fee auf Stahl einsetzt, meinte ich. Ist mir jetzt auch wieder neu. Naja, man muss sich halt immer mal wieder so reintasten in das Spiel. Sind wir jetzt eigentlich mal fertig, weil ich will auch wieder ein bisschen mit der Story weitermachen, ne? Nur so. Aber irgendwie kommt hier ein Mal nach dem anderen. Ist das hier All You Can Eat oder was? Hä, warum kommt jetzt hier ein Vehikel? Okay. Ich darf die Milch von dem trinken. Und die Frau kämpft. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mit zwei Vehikeln oder was? Nö. Mit anderen Killern.
Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Was machen wir da? Dann machen wir Knuddler auf Krabums. Nee, Quatsch. Halt, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte Voltwechsel. Und... Boah, Jesus. Ebenfalls austauschen. Und Sephiron reinbringen. Kann aber auch ins Auge gehen. Schauen wir mal. Sephi! Und für Trophy kommt Cray. So können wir sie eigentlich auseinandernehmen. Jetzt darf halt bloß keine Eisattacke den Sephiron treffen. Ja, so ist schon mal gut. Das ist überhaupt nicht sehr effektiv. Wir setzen beide den gleichen Quatsch ein. Ach nee, doch nicht. Ich habe da jetzt auch gerade Widerhall gelesen, aber das war wohl eine andere Attacke. Und die ist sogar sehr effektiv. Warum das? Das ist eine normale Attacke. Oder ist das jetzt zu fee geworden oder was? Ich checke hier gar nichts mehr. Ich weiß nur, Durchbruch auf Krabums und Steinkante auf Amagarga. Du bist schon mal weg. Sehr gut. Komm schon, Sephi, bitte treff. Treff, 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 treff. Das war doch klar. Das war einfach nur klar. Dann müssen wir es eben gemeinsam machen. Erneut Durchbruch, diesmal auf den anderen Lappen. Und du versuchst es halt wieder mit der Steinkante. Aber eigentlich müsste das hier schon ausreichen. Weil es eine Vierfachschwäche ist. Jo. Jetzt sind wir aber durch. War ganz spannend. Aber jetzt auch nichts, was man so unbedingt gesehen haben muss. Mich würde halt jetzt noch interessieren, was man bei diesem Sushi-Wok da erleben kann. Ich glaube, da sind richtige Hardcore-Trainer drin. So, meine Rechnung. Aber ich habe ja schon gezahlt. 100.000. Und kriege für meine Kämpfe nicht den besten Preis, aber immerhin 21 Duftpilze. Noch dürfte ich Verlust gemacht haben, aber wenn ich mir mehr Ansehen hole, dann komme ich hier bestimmt auch billiger rein. Dann geht's jetzt ab zum Libellbüro. Wenn ich es denn finden sollte. Oh, wo ist denn das? Das ist eigentlich in so einer Seitengasse, ne? Das könnte die hier sein. War's die? Nein. Die auch nicht. Und die auch nicht. Ja, klasse. Ist hier irgendwo ein Taxi? Ich finde mich einfach nicht zurecht in der Stadt. Die ist viel zu groß. Viel zu groß. Punkt. Taxi? Da vorne. Komm, ich zahle jeden Preis. Nur bring mich bitte dahin. Yo, ich hab voll das chillige Leben. Kein Mensch kennt sich hier aus, nur ich. Und ich verdiene mir damit eine goldene Nase. Wow, 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 wow. Ja, das glaube ich dir. Wir wären da. Also, wie geht's jetzt weiter? Oh, Tommy. Hast du die Nachricht gesehen? Es gibt eine Serie von Pokémon-Diebstählen. Mich beschäftigt zwar auch der Vorfall im Museum, aber hier ist der unmittelbare Schaden größer, deswegen hat dieser Fall erst einmal Vorrang. Ich habe bereits einen Plan, um ihn so schnell wie möglich aufzuklären. Und zwar werden wir einen Lockvogel einsetzen. Der Täter hat es wohl auf Trainer abgesehen, die sich an menschenleere Orte verirren. Wenn dem wirklich so ist, müssen wir ihm nur eine Falle stellen. Zuerst muss sich unser Lockvogel an einen verlassenen Ort begeben und dort so tun, als hätte er sich verlaufen. Dieser Gelegenheit wird der Täter bestimmt nicht widerstehen können und sich zeigen. Bevor er die Pokémon stiehlt, fordert er seine Opfer zum Pokémon-Kampf heraus. Genau dann schlagen wir zu. Wenn er durch den Kampf abgelenkt ist, springt die Verstärkung aus ihrem Versteck und nimmt ihn fest. Was hältst du davon? Der Plan ist zwar nicht ganz ungefährlich, aber einen besseren habe ich einfach nicht. Allerdings hängt sein Erfolg einzig und allein von dir ab, Tommy. Geh mir bei dieser Sache zur Hand, okay?
Danke, ich wusste, ich kann auf dich zählen, Partner. Lass uns sogleich die Rollen verteilen. Wie du ja weißt, habe ich keine Pokémon. Deswegen bitte ich dich, den Lockvogel zu spielen. Na klar. Ich werde mich versteckt halten und warten, bis der Übeltäter abgelenkt ist. Sei du auf einen Pokémon-Kampf vorbereitet, wenn er auftaucht. Als nächstes müssen wir uns überlegen, wo wir den Täter in die Falle locken. Die einzigen menschenleeren Orte in einer so großen Stadt wie Illumina City sind die Gassen. Also gut, lass uns keine Zeit verschwenden. Was du heute kannst besorgen, naja, Operation Lockvogel kann beginnen. Versuchen wir es zunächst hier in der Nähe. Gehe zur Gasse auf der gegenüberliegenden Seite vom Illumina Jalette Stand auf dem Nordring. Ich komme sofort nach. Okay. Das machen wir jetzt aber nicht mehr in diesem Part. Was wir jetzt noch machen ist... ein Schwachsinn. Oder eher gut, je nachdem. Wir werden jetzt das Käufwaff in den Salon bringen. Das wollte ich ja auch mal machen. Und es verschönern, in Anführungsstrichen. Mehr dazu gleich. Okay, ich habe mich jetzt zwar im Laden geirrt, aber hier waren wir ebenfalls noch nie drin, weil wir damals abgelehnt wurden. Wir seien nicht stylisch genug, jetzt lässt sie mich aber hinein. Sieht so aus, als ist das hier ein ganz, ganz toller Secret-Laden, wo es besondere Anziehsachen gibt. Okay. Ich mag Kleidung, die Persönlichkeit ihres Designers widerspiegelt. Inemenemu, daraus bist du. Ich will cool sein, deswegen habe ich mir auch eine ganze Palette an cooler Kleidung zugelegt. Manche Leute haben angeblich eine Marke, mit der sie einen speziellen Preisnachlass bekommen. Das muss aber unter uns bleiben. Ja, will ich auch haben, ey. So Sonderangebote sind cool. Was? Kleidungsstücke nur für Mädchen? Wieso? Vielleicht ist die Herrenabteilung oben. Ja, tatsächlich. Aber so wie sich das anhört, ist das ganze Zeug hier richtig teuer. Ach du meine Fresse. Aber richtig übel teuer. Holy shit! Also ich bin hier... was weiß ich für einem Laden gelandet? Das ist ja richtig krass. Hier kann ich nichts erwarten, zumindest nicht aktuell. Aber gut zu wissen, dass es so einen Laden gibt. Vielleicht kann man da ja auch den Preis irgendwie reduzieren, wenn man Famer ist in der Stadt. Ich habe ja keine Ahnung. Muss man mal ausprobieren. So, wo ist jetzt dieser vermaledeite Käuferfladen? War das nicht das hier? Nee, ist die Saftbar. Oh, Christ. War das nicht hier beim Frühlingsallee? Das war doch ganz am Anfang irgendwo zu sehen. Pokesalon. Moment, dann ist das doch das. Ja, da ist der Shit. Hallo. Ich will mal mein Viech da zu euch reinwerfen. Herzchenschnitt, Sternchenschnitt, Diamantenschnitt, Königinnenschnitt, Kabuki, Herr, Fräulein, Dame, Kavalier. Joa, was machen wir denn da? Stern, oder? Diamant? Diamant. Stipp, stipp, stipp. Und, wie sieht er aus? Den darf ich noch sehen. Oh Gott! Ich habe ihn verunstaltet! Tut mir leid, Mann! Oh je, das Viech wird mich hassen. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon X.